Hallo, was machen Sachen? Ja, wir sind wieder im Blender und heute werden ein paar Blümchen erstellt. Wir werden ein paar Blümchen machen. Ich habe für die Anvil-Szene der Undertale-Ruins die Butterblumen gebraucht, auf die wir am Anfang fallen als Spieler. Und genau diese werde ich jetzt erstellen. An für sich sind gerade so flächendeckende Bodendecker, also alles, was so flächendeckend am Boden wächst, relativ simpel zu machen, sei es jetzt Blumengras etc. Das meiste wird aus einer simplen Plate zusammengebastelt. Und genau das habe ich getan. Ich habe mir in Paint Tool Sai einfach ein paar Blätter und Blüten vorgezeichnet, die ich dann mit den UV-Cutting Tools oder mit dem UV erstmal ausschneide und mit dem Knife einfach zurechtschneide. Ihr könnt die UVs auch verschieben, indem ihr das UV-Sliding Tool nehmt. Dann verschiebt ihr eure Texturen nicht, sondern ihr slidet die UVs hin und her. Ich habe das hier und da bei den Blüten genutzt, da ich mir einfach die UVs von einer fertigen Blüte geschnappt habe und die dann auf die restlichen Blüten verteilt habe, um es mir einfach ein bisschen simpler zu machen, nicht jedes Mal das Gleiche zu machen. Und habe so Schritt für Schritt einfach alles erstmal ausgeschnitten, wie man das so kennt. Malen, ausschneiden, zusammenkleben. Nichts anderes quasi ist das auch hier mit den Blüten passiert. Ich habe für das Zusammenstecken der einzelnen Blüten verschiedene Workflows mal ausprobiert und euch gezeigt. Ihr könnt hier einfach mal was ausprobieren. Wie gesagt, das ist ganz simpel. Hier habe ich ja eh einen Toon-Style, also habe ich auch ganz simple Blüten erstmal gemacht. Das Schöne ist gerade, was halt so Gräser angeht und alles, was so flächendeckend den Boden bedeckt. Da ihr eh relativ groß seid oder bei den meisten Spielen seid ihr relativ hoch, braucht ihr auch in vielen Sachen nicht so krass viele Details. Da reicht es tatsächlich, wenn man leichte, ja, Veränderungen oder Nuancen in der Farbe hat, also ein bisschen heller, ein bisschen dunkler, mal mehr gelb, mal mehr grün. Gerade bei Gras kommt das super und bei Blumen halt auch eine kleine Varianz. Ihr macht hier, ich habe glaube ich insgesamt 6 Blumen gemacht und habe dann die über ganz am Ende über ein Partikel auf meiner Fläche verteilt und habe dann halt ein bisschen mit der Größe gespielt und der Ausrichtung und schon sieht das aus, als hätte man ganz viele verschiedene Blumen. Gerade da die so klein sind und so massig auftauchen, fällt das nicht groß auf, dass das immer wieder diese gleichen 6 Blüten oder 8 Blüten sind. Ich weiß nicht mehr, wie viel ich gemacht habe. Und ja, das war es von mir eigentlich soweit zu sagen zu den Blumen. Ich wünsche euch viel Spaß am Blumen zusammenbasteln. Wie gesagt, ich habe für das Zusammenstecken am Ende einfach ein paar verschiedene Workflows ausprobiert. Probiert euch auch mal rum, wenn ihr das machen möchtet. Ihr könnt euch auch auf vielen Seiten einfach selbst Texturen holen, wenn ihr ein bisschen realistische Sachen haben wollt. Ihr könnt auch Fotos von Blüten machen oder Gräsern machen und die dann halt in Blender auf die gleiche Art und Weise bearbeiten, wie ich das hier getan habe. Wie gesagt, selbst wenn ihr Texturen Gras oder Texturen Blume eingibt, werdet ihr eigentlich schon was finden. Achtet hier drauf, wenn ihr die Sachen dann für was nutzt, was ihr öffentlich macht, sprich, ihr macht Bilder, Videos, ihr nutzt das für Spiele etc. Guckt drauf, dass ihr da Copyright-Rechte habt an den Sachen. Steht meistens immer dabei. Wenn ihr es nicht habt oder ihr euch unsicher seid, dann nutzt die Sachen nicht. Es gibt eine Seite textures.com. Da gibt es viele Sachen, die ihr auch nutzen dürft für Spiele, für Videos, für alles Mögliche. Wenn ihr euch die da runterladet oder mit Credits holt, dürft ihr die halt auch nutzen. Ihr habt die Copyright-Rechte dafür. Da muss man immer drauf achten. Nicht, dass es da Ärger gibt, wenn man halt Sachen nutzt, die man nicht nutzen darf. Gerade die Leute, die wirklich an eigenen Spielen arbeiten, passt da richtig auf. Ihr könnt da richtig Ärger kriegen. Ja, und dann wünsche ich euch schönes Zuschauen. Schönes Basteln. Und vielleicht hat der ein oder andere Lust, ja auch ein paar schöne Blümchen im Blender zu machen. Den Anfang habt ihr jetzt, wie es geht. Und ja, und viel Spaß im restlichen Video und wir sehen uns.